So, und die letzten Gebiete sind dran für diese Sache. Wir haben auch schon fast 600.000 Chaos-Punkte. Das ist meine Ansage. So, ich brauche hier keinen Wegpunkt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass da drüben irgendwas ist, oder? Sie. Oh, ich habe das da hinten wirklich getroffen? Was für ein geiler Schuss war das denn? Okay, das war ziemlich nice. Okay, und da hätten wir unsere 600.000 Punkte Chaos. Alter, das war richtig, richtig geil. So. Rufen wir doch gleich mal die Verstärkung. Gehen mal davon aus, dass wir hier gleich wieder irgendwo den befreien müssen. Erstmal schauen wir, ob es hier lukrative Waffen gibt. Ja, gibt es. Nämlich noch mehr Granatwerfermunition. Der Granatwerfer macht jetzt so viel Spaß mittlerweile. Seit er diese Fähigkeit hat, mit den 4 Granaten auf einmal schießen. Da ist richtig dicke was los. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Habt ihr den Skillshot jetzt für die... Sichtkontakt verloren. Für die verdammte Statue noch gesehen? Das ist ja der Hammer, oder? Richtig geil. Deswegen machen jetzt hier alleine die Städte mega viel Spaß, weil ich hier mittlerweile so eine Grundroutine für den, auch für den Fallschirm verschießen während des Fallschirms bekommen habe, dass ich diese Teile einfach mega schnell mache. Ja. Es ist einfach so schön im Vorbeifliegen. Chillige Geschichte. Gar nicht mal einfahren, sogar noch das Schild mitmachen. Vorausgesetzt, ja, das ist kaputt. Da hinten sehe ich sogar direkt das nächste. Oh, jetzt könnte ich... Ist hier in der Nähe eine Kirche? Auch nicht. Ich kenne auch nur eine Kirche, glaube ich, bisher. Das ist ziemlich traurig, weil es gibt ein Achievement, wenn man 5 Sterne hat und man sich die wegmachen lässt, sage ich jetzt mal. Durch die Kirche, dann gibt das ein Achievement. So, was fehlt denn jetzt noch? Ach, ich, nee. Schild? Noch eins. Ja. Und dann noch jemanden befreien, nehme ich mal an, oder? An der Unruhe stiften? Wenn das sonst nichts ist? Nee, muss bestimmt jemand befreien, oder? Achtung, wir schicken Panzer zu eurer Position. War hier nicht gerade irgendwas markiert? Ah! Noch ein bisschen Rebellen rufen. Alles klar. Bringen wir es hinter uns. Easy. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. So will ich das sehen. Guck mal, auf einmal nur noch Alarmstufe 1. Manchmal verstehe ich das Alarmstufensystem nicht. Puh. Sehr schön. Stadt befreit. Wunderbar. Es muss so viele Challenges am Ende geben, ey. Puiuiui. So, können wir hier direkt nochmal Munition schnappen? Nee. Gut. Dann, ist trotzdem mein Tipp, dass da drüben direkt nochmal was ist. Was sollen denn diese Fliegengeräusche hier eigentlich? Ja, war doch klar, oder? Mit Freude und Genugtuung gebe ich hiermit bekannt, dass Rico und einige Mitglieder der Rebellion Soliana befreit haben. Die Rebellion marschiert weiter, Freunde. Okay. Allzu viel Schuss haben wir nicht mehr. Reicht aber, um hier nochmal ein bisschen einen drauf zu machen, oder?
So, jetzt haben sie auch erst gerafft, dass ich da bin. Sehr schön. So, wo ist denn hier noch was? Ah, hier? Sagen wir einen Betriebsunfall. Ah, und hier drüben noch. Und das war's dann schon? GG! Ich hätte eigentlich direkt drin bleiben können, oder? Okay, das sah definitiv cool aus. So, und dann, ja, ich gehe mal davon aus, dass auch hier noch eine kleine Stadt ist. Melden Sie sich. Bitte kommen. Die wir befreien müssen. Ja, komm, wir gehen so hin. Ich hatte gerade überlegt, jetzt ein Flugzeug zu rufen, aber das muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Wir sind doch recht schnell auch so da. Boah, guck mal, dann haben wir es, dann, wir kriegen das hin. Wir werden die ganze Chose hier befreien. Das ist Wahnsinn. Oh, guck mal, hier ist schon was. Das ist aber kein Gebiet hier, ne? Das war tatsächlich nur so ein einzelner. Naja, ich sehe es da hinten schon. Ich habe mir überlegt, ob ich nochmal ganz kurz Munition hole, aber ich glaube. Oder? Ach komm, was soll denn der Geiz, hä? Ich schicke gleich. Was soll denn der Geiz? Gib mir diese geile Waffe. Ich finde die super. Wenn wir schon dabei sind, dann gib mir. Den Heli da auch gleich noch mit. Route zu eurer Position. Dann aber gleich das volle Paket. Frage ich, ob der Heli überlebt, aber ja, ich glaube, er tut sogar. So. Haben wir Munition? Nice. Oh, gerade noch so die Kurve gekriegt. Sieht nämlich auch wieder so nach einer kleinen, also ganz kleinen Militärbasis aus. Achtung, Selbstschuss. Ich würde die ja gerne einfach jetzt zerstören. Habe ich es geschafft? Bist du down? Nein, auf mich zu zerschießen! Okay, wir haben fast alles erwischt. Was lebt denn jetzt noch? Nichts! Ist der Heli gerade drin gelandet? Wie geil ist das denn? Oh, das war's! Wie geil war das denn? Das war gerade ein mega cooler Move, oder? So, und damit fehlt nur noch das. Und da ist wohl davon auszugehen, dass hier irgendwo eine große Stadt ist. Oh, das war ein geiler Move gerade. Boah, dann bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, weil dann haben wir schon echt zwei riesige Inseln befreit. Und die ganz große im Norden, das halte ich jetzt eh noch für ein Gerücht, dass ich das mache. Aber mal schauen, vielleicht machen wir es wirklich. Wo muss ich lang? Da lang. Vielleicht ziehen wir das ja echt durch. So. Ich gehe mal schwer davon aus, dass da was ist. Ja, muss einfach die Stadt hier sein. So, und ich glaube... Die haben jetzt schon Bock auf meinen Granatwerfer. Wow, jetzt habe ich alle daneben gesetzt.
Boah, da gibt es sogar einen kleinen Lag, weil so viel Action ist. Okay, sick. Ja, ich verballer jetzt alles, was hier im Wege ist. Haben die überhaupt gerafft, dass ich da bin? Ah ja, jetzt. Jetzt haben sie es leider. Ach komm schon, immer kurz bevor es fertig ist. Bitte. Wenn ich hier ein bisschen mehr Ruhe habe, hole ich mir die erstmal. Die Rebellenunterstützung. Nervig. Nie kann man in Ruhe hacken. Aber ich glaube jetzt, weil jetzt sind die dann tatsächlich immer ganz gut beschäftigt. Hä, wie die Statue ist nicht kaputt gegangen vorhin. Moment mal. Das geht doch gar nicht. Man kann das unmöglich überlebt haben. Und ich hab die Dinger früher total mühevoll immer mit meinem scheiß Enterhaken kaputt gemacht. Da frage ich mich jetzt so nachträglich auch. Warum eigentlich? Kann die Statue mal kaputt gehen? Ja, voll den Kopf getroffen. Ja, schaut euch das mal an. Der scheiß Fuß ist weg, der Kopf ist weg. Wollt ihr mich verarschen? Danke. Ist das die Anspielung, die ich denke? So, wo ist das scheiß Schild? Oh, genau in der anderen Richtung. Nämlich da drüben. So. Und einmal eine Lautsprecher noch. Wo haben wir ihn denn? Lautsprecher. Da. There we go. Ich glaube, ihr findet gleich gar nichts mehr. Denn das ist vorbei. Stadt befreit. Oh, es gibt Drachenbändiger. Achievement. Okay. Oh, weil das die letzte Provinz war. Das war's. Leute, wir haben es wirklich gemacht. Wir haben es durchgezogen. Wir haben nicht nur unsere Starterinsel komplett befreit, sondern tatsächlich auch noch die zweite Insel komplett befreit. Jetzt gäbe es nur noch die Rieseninsel mit den Riesengebieten, um Himmels Willen. Aber das halte ich, wie gesagt, für ein sehr schweres Gerücht erstmal. Aber das ist es, Mann. Das ist mir sogar direkt wert, dass wir hier direkt mal Main Story machen, oder? Aber da werde ich ja wohl schnell reisen können, irgendwie auf dem Weg. Wir machen jetzt nochmal kurz Main Story. Und die Betonung liegt auf kurz. Weil, wie gesagt, die Story ist ja gleich dann fertig. Und dann werde ich erstmal versuchen, in dem Gebiet mir wieder ein bisschen Challenges anzugucken. Werde schauen, dass wir ein paar Secrets finden. Da ist ja echt noch eine Menge zu tun. Aber jetzt will ich erstmal wissen, wie Akt 3 anfängt. Der letzte Akt des Spiels. Gib ihm! Na, da hat heute aber jemand besonders gute Laune, was? Das ist ein großer Tag für Medici. Die Rebellion hat gewonnen. Rosa Manuela ist auf dem Weg hierher. Noch ist sie nicht hier, Mario. Und die Ravello ist noch an der Macht. Er hat schon öfter versucht, sie zu töten und das wird diesmal nicht anders sein. Du verdiebst mir meine Laune. Es ist Rosa Manuela, oder? Rosa Manuela! Du musst ihre Arbeit über die Komplexität der Staatenbildung lesen. Diese Frau ist brillant. Ja, was hat er gesagt? Theo ist einfach so. Ich freue mich, so sie zu treffen. Hier irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert. Haben wir die Koordinaten? Ich markiere sie dir. Und wir sehen uns nachher. Los, gehen wir. Pass auf sie auf! Ich hoffe, Akt 3 spielt sich dann aber auch wirklich auf der großen Insel ab, weil ansonsten macht das mir überhaupt gar keinen Sinn. Mal schauen. Was jetzt passiert. Was wir noch erwarten dürfen.
So, erstmal ein... hallo. Au. Hallo, Jet. Wir sind noch kein Jet bisher geflogen. Das ist awesome. Rico, du musst zu Rosas Flugzeug. Sie fliegt in gefährlichem Luftraum. Ach, das ist meine Markierung, okay. Weil wir zielsuchende Raketen haben. Nice! Okay. Oh, Jet ist natürlich schon mal ein ganz geiles Ding, oder? Ist ein ganz anderes Thema. Da bin ich jetzt mal gespannt. Nicht identifiziertes Flugobjekt. Was wollen Sie? Was wir wollen. Verhindern, dass wir der Velostruppe Sie zerfetzen. Ich bin Rico Rodriguez, Ihre Eskorte. Roger. Danke für die Eskorte. Hoffen wir, dass nichts passiert. Klare Ansage. Du, wenn wir den Jet freigespielt haben, werde ich mit dem in Zukunft definitiv alles zerstören. Vielleicht ist dann die große Insel auch gar nicht mehr so das Problem, wenn wir auch noch Lenkraketen haben und dann piu, 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 piu. Wäre geil. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier zu handhaben ist. Alter, das ist vor allem übel schnell, schau ich mal an. 350 km/h. Oh! Hey! So nicht. Das ist jetzt mal wieder, das ist jetzt mal eine geile Mission. Und ich habe das Gefühl, ich weiß hier nicht, wie ich steuere. Hallo. Oh mein Gott. Mayday, ich bin getroffen. Wieso sind die so schnell? The fuck? Warum sind die so schnell? Okay. Kein Problem. Wir kriegen Besuch. Komm schnell näher. Ah, ich sehe schon. Aber was heißt schnell näher kommen? Ich habe nicht mal ansatzweise. Mayday, ich bin getroffen. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll ich denn so. What? Ich habe kein Nitro oder so eine Kacke. Bleib ruhig. Ich muss sie wohl direkt im Vorbeifliegen erwischen. Holy. 350 km/h, das ist schon eine Ansage. Und ja, wir sind definitiv auf der großen Insel. Weil sowas wie da unten habe ich noch nie gesehen. Boah, wie schnell ist denn deren Flieger eigentlich? Ist ja ultra krass. Okay, so eine richtige Wüstenscheiße hier. Jetzt fahre ich aber gleich in die Rosa rein, ey. Du musst darüber und die Maschinen übernehmen. Was? Das ist ein Witz. Nein!
Oh nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Na, wo wird die KMH-Anzeige wohl sein, wenn du sie nicht siehst, oder? So, gut, dass hier ein Checkpoint war. Hauptsache, wir haben den einfach umgebracht. Wir haben ihn einfach runtergeworfen. Warum? Das, was ist das? Wir werfen einfach ihren Fahrer raus. Was geht denn hier ab? Ah, es ist unsere neue Höhle. Oh, Hauptsache, Steam wirft mich wieder online. Danke dafür. Oh, Flugzeug landen like a Baus. Mega. Rosa Manuela, ich bin ihr größter Fan. Mein Name ist Mario. Natürlich, wer kennt ihn denn nicht, den großen Mario Frigo? Wirklich? Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz, all die Jahre, für die Freiheit von Medici. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. War das komisch? Unvergesslich. Verdammt. Vielen Dank. Die Mission danke war cool. Für Ihre Tapferkeit. Ihr Land steht tief in Ihrer Schuld. Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank. Präsidentin Manuela, eine Präsidentin ist von ihrem Volk gewählt worden. Ich bin nur eine treue Bürgerin von Medici. Rosa reicht völlig. Die Ravellos-Truppen werden jeden Tag schwächer. Was hat der hier verloren? Dieser Mann ist ein feiger, widerwärtiger Heuchler. Glauben Sie hier kein Wort. Ich bin übergelaufen. Lügner! Ich bin loyal. Dieser feige Wurm würde nie überlaufen. Er hat die Beweise gefälscht, mit denen die Ravello seinen Putsch gerechtfertigt hat, Rico. Wenn er hier ist, ist die Ravello auch hier. Ich wollte das zeigen. Wir greifen das Kraftwerk. Die Krankheit und das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Trifft ihr irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert? Die Ravello weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Dann ist Sino der Maulwurf. Tötet ihn! Nein! Sperrt ihn ein. Er wird für all seine Verbrechen vor ein ordentliches Gericht gestellt. Wir brauchen endlich wieder ein gerechtes Medici. Sogar für ihn. Also ist gar nicht Sheldon, sondern er. Dass Sie mir die ganze Geschichte dieser Rebellion erzählen. Oh, na super. Tja, aber dann muss man es auch so sehen, dann war das jetzt schon wieder erste Aufgabe des dritten und letzten Akts. Damit sind es nur noch 7. Ja. So kann es gehen. Freunde, so schnell kann es gehen. Aber Rico und die Rosse haben wir abgeschlossen und damit unser neues Gebiet hier kennengelernt. Denn hier, meine lieben Freunde, mitten auf der großen Insel, ja, sind wir jetzt. Und das ist unser Gebiet. Und das ist mein neuer Flieger. Rosa sucht dich. An deiner Stelle würde ich ganz schnell hierher kommen. Ist alles in Ordnung? Das ist es doch nie. Jedenfalls will sie persönlich sprechen für den Fall, dass jemand zuhört. Ich bin unterwegs. Ich befürchte, dass ich das wirklich bin, denn die Rosa, glaube ich, lässt man nicht warten, meine Freunde. Wir machen direkt nochmal Main Story. Einfach nur, weil ich Bock habe und weil ich wissen will, was passiert, Mann.